Aber meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Runde 6, die letzte. TFT-Europameisterschaft. Es geht um den Titel und es geht natürlich auch darum, zur Weltmeisterschaft zu fahren. Die ersten 4 fahren zur WM. Dafür sieht es fantastisch aus. Wir haben 2 deutsche Vertreter, Wedge Jungler und Dark Hydra, auf Platz 2 und 4 liegend. 5 Punkte trennen Wedge Jungler von dem 5. Platz, der nicht für die WM tatsächlich qualifiziert. Aber Dark Hydra fightet auch noch um den Sieg, ist nämlich nur 2 Punkte von Seiko entfernt. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob ihr den Tiebreaker kennt. Wisst ihr, wer gestern stärker war? Volta war 1. Ja, Volta war 1. Ich guck mal gerade nach. Dark Hydra war 5. Also er war vor Psycho. Er würde also den Tiebreaker gewinnen bei Punktegleichstand. Ah ja, stimmt. Psycho ist ja über den Tiebreaker dagegen so ganz knapp reingekommen. Das wollte ich tatsächlich gerade noch mal erzählen. Es gibt bei diesen Golden Spatula Cups ja immer so ausführliche Interviews in den Pausen von den Spielern. Und da gab es unter anderem das Interview von Psycho, der dann erzählte, dass er in der französischen Community bekannt ist als der Comeback-King, weil er es immer wieder schafft, aus schwierigen Situationen dann doch noch sich zu etablieren. Und das sehen wir jetzt ja heute gar nicht eigentlich, mit seinem Multicaster Force, der durchweg gut funktioniert. Aber bisher, also ich glaube, er hat sich schon qualifiziert dadurch, dass er im Golden Spatula Cup eigentlich quasi raus war, im Tiebreaker weiterkam und sich dann noch ein paar Punkte eingeheimst hat. Und dann war er natürlich gestern auch quasi ausgeschieden, hat es dann im Tiebreaker geschafft, leider gegen Solo-Gesang, tatsächlich das Finale zu erreichen. Und im Finale ist er jetzt so erfolgreich unterwegs. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Storyline in Frankreich dann nicht mehr in den Griff zu kriegen ist. Ja, zeigt ihn aber auch, also der war auch schon mal bei Worlds, der Psycho, muss man dazu auch sagen. Der ist tatsächlich ein guter Spieler, da kann man jetzt auch den Spielstil hassen, wie man will, aber der weiß genau, wie er das durchzudrücken hat. Und vielleicht kann er dann auch in diesem Game die dritte mögliche Skill-Expression in der Multicaster-Comp ausdrücken. Opener ist auf jeden Fall erstmal kackegal, weil der wird sowieso gleich dasselbe machen. Wichtig auf jeden Fall, es sieht hier nicht nach Winstreak für ihn aus. Und das ist schon mal halbwegs wichtig. Ja, für den Rest der Lobby. Ja, genau. Die dürfen dadurch Spaß haben. Es ist natürlich auch die Frage, ob irgendwer anders einen Multicaster-Opener hat. Wedge Jungler und Psycho spielen tatsächlich Wedge Jungler und Dark Hydra spielen unterschiedliche Spielstile. Wedge Jungler ist TF, die ganze Zeit schon gewesen, spielt hinten raus Mordekaiser Nila, alles was so Rapid-Fire-Cannon-mäßig ist. Kann allerdings auch andere Dinge spielen, das heißt, auch er wäre in der Theorie in der Lage, Multicast aus einem guten Setup heraus zu spielen. Und ich sag mal, er hat einen Swain, hat einen TF. There are options. Gibt's da deutsch-deutsche Unterstützung von Wedge Jungler, um Dark Hydra möglicherweise den Weg frei zu machen zum Europameisterschaftstitel? Das wäre natürlich spannend. Dark Hydra ist jetzt aber gerade in der Auswahl seiner Tomb und da ist nichts dabei, was er bis jetzt gespielt hat. Da bin ich gespannt, was er da mitnimmt. Vanquisher wäre eine Option, aber er nimmt tatsächlich Ionia, denn er hat noch eine Irelia mit dabei und spielt jetzt einen Renekton mit Ionia-Spatula. Das halte ich für mittelmäßig. Dort geht ja erstmal nur ums Opening. Und dann über Ionia kannst du ins Deckgame schon reinkommen. Da gab es gerade gestern ein paar Lobbys, wo das sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, es waren tatsächlich Hydra und Solo im Double Contest auf der Ionia, die sich dann teilweise um die Top 2 gekloppt haben. Also es kann schon sehr gut funktionieren. Items sind auch ganz gut. Gunblade auf Naxxaya immer ein sehr schönes Item. Jetzt ist es für ihn nur noch die Aufgabe, das hier mit möglichst viel HP und möglichst viel Gold in Stage 4 reinzutragen. Und das wird nicht ganz leicht, denn auch Lelana hat hier ein sehr, sehr starkes Open. Ja, das wird auf jeden Fall erstmal ein Loose in Runde 1. Dark Hydra braucht Jhin 2, Samira 2, um da konkurrenzfähig zu sein. Swain 2 würden wir probably auch nehmen. Einfach irgendwas, was halbwegs stabilisiert. Aber ja, die Runde, die du ansprichst, habe ich tatsächlich auch gesehen und kommentiert. Das war ganz schön zu sehen, dass sie da beide so mit Vanquisher Ionia dann recht tief unterwegs waren. Und da öffnen sich hinten raus dann schon interessante Boards, gerade wenn noch ein zweites Emblem reinregnet. Bei Wedge Jungler wiederum haben wir einfach sehr trocken Noxus am Start. Während bei mir mein Hund reinkommt. Oh, hallo. Ja, also da geht einiges. Und dann ja, ich glaube, Wedge Jungler sowieso sehr comfortable mit der Comp. Hat er jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, Noxus, auch heute. Weiß auf jeden Fall, wie er das durchzudrücken hat. Gibt dann ja auch mit den Pandoras Items die Möglichkeit, Mordekaiser, ähnlich wie eine Nila, mit unendlich viel Range auszustatten. Und das macht ihn ja auch nochmal eine ganze Ecke stärker. Wird jetzt hier auch mit sehr schönen Swain-Items öffnen können. Und das sieht dann entweder nach einer sehr guten Loose-Streak oder vielleicht auch einem Pivot in der Win-Streak bald aus, wo er dann hoffentlich ein paar Noxus-Stacks sammeln kann. Ja, Lelana hat natürlich ein sehr starkes Opening, trifft aber hier direkt die Cassio 2 und den Cho 2, ohne groß zu rollen. Aber ich habe da tatsächlich nochmal eine Frage. Das habe ich mir gestern schon so ein bisschen erklären lassen von Chantau, aber Löscher, vielleicht hast du eine andere Perspektive. Wir spielen hier Bard
Und mein Verständnis ist, dass man vor allem Silber haben will, weil man die ganzen Tukos gedroppt kriegt. Ist das richtig oder sind auch die Gold- und Prismatic-Geschichten gut bei Bart? Das ist halt einfach, Lelana, auch mit dem Legend Flex hier zwischen den Games, muss man ja auch mal sagen, ne? Der wechselt jetzt, glaube ich, schon zum zweiten oder zum dritten Mal. Nee, Bart ist einfach so eine Geschichte. Wenn du halt so einen Spot hast, wo du gut Level pushen kannst, aber nicht unbedingt die stärkste Itemization Streak von Anfang an hast, dann ist das Gold Augment eigentlich sehr gut. Gerade das Prismatic Augment ist auch sehr schön mit dem Radiant Item auf Level 7, was du dir dann halt noch tailern kannst. Das ist dann ja nochmal ein Radiant Relics auf Level 7, gratis dazu. Einfach sehr stark. Das Silber Augment ist ein bisschen gambelig unterwegs mit der Random Two-Cost, die du dann immer wieder kriegst. Das kann doch schnell nach hinten losgehen. Ich mag eigentlich Gold und Prismatic da sehr gerne. Und jetzt gerade hier in der Region mit ein bisschen Bonus-Gold, da sollte das gut funktionieren für ihn. Und dann hier aus der Winstreak sollte er sich dann auch nochmal gut in Late Game, wahrscheinlich sieht nach Asi-Items aus, zusammenbauen können. Ja, da würde ich auch gerne direkt mal ranschlagen, weil Lalana ist ja aktuell auf dem 5. Platz. Das ist natürlich fantastisch bei einer Europameisterschaft. Aber wenn es zur WM gehen soll, dann müssen da 5 Punkte aufgeholt werden. Ist Bart hier dann auch der High-Risk, High-Reward-Legend-Pick? Kann man das so sagen? Ist das die Hoffnung damit, besonders stark unterwegs zu sein? Ich glaube, er spielt einfach zu seinen Stärken. Er kann nämlich diesen Tempo-Push, wie es hier sehr, sehr gut spielen. Das ist doch das, womit er sich hier in die Top 8 reingespielt hat. Das hat er gestern sehr, sehr schön gelöst. Und klar, wenn du jetzt hier genug Tempo hast und gute BIS-Items bauen kannst, dann ist da schon mal ein Win drin. Grundsätzlich ist es natürlich schwierig, aber es geht ja für ihn dann auch noch um den Last-Chance-Qualifier. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und das ist halt sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass er da über den 5. Platz dann reinkommt. Und da ich glaube, wir haben keinen, oder? Weil wir zu schlecht waren bei den Worlds und die Asiaten Platz haben, mehr haben. Wirklich? Aber gab es nicht für jede Region einen? Es gab doch einen Eastern und einen Western. Ja, ich glaube, wir haben einfach zu viele Plätze verspielt und jetzt dürfen die Koreaner und die Chinesen alles auffüllen. Ach, die sind einfach zu gut in Videospielen, diese Asiaten. Das ist wirklich unangenehm. Jetzt habe ich Worlds geguckt am Wochenende, war da enttäuscht, weil die ich muss das doch gleich noch die VODs gucken. Was? Nee, du kannst doch jetzt nicht. Also, du kannst doch. Nee, warte ja, mal. Halt, stopp. Ja, okay, erzähl von mir aus. Aber ich leide so. Ich will so gerne Worlds gucken, aber ich muss auch Europameisterschaft abfeiern. Nee. Schwache Ausrede. Heute waren Worlds 13 Minuten vorbei. Ich habe einen Podcast aufgenommen. Oh, da, also, dann würde ich dich jetzt gerne mit allen 4 Ergebnissen hintereinander wegspoilern. Einfach nur für diese absolute Frechheit. Aber ich tue es nicht. Gott sei Dank. Wir haben Dark Hydro auf dem 4er Loose Streak und nach Fiora im Shop, die wegignoriert wird. Auch berechtigterweise. 5er Loose Streak. Stellt man hier Samira raus? Ist das ein Ding? Also, auch Contested Multicaster. Es ist ein glorreicher Tag für uns alle. Ja, und wir haben hier zwei Geschichten, die parallel laufen. Du hast natürlich völlig recht, Dark Hydra versucht hier, um den Europameistertitel mitzuspielen. Aber das Zweite, was wir im Auge behalten müssen, ist, dass es bei Wet Jungler bis jetzt nicht so gut läuft. Und der ist derjenige, der von Lalana noch eingeholt werden könnte. Und du hast es ja gesagt, Lalana muss richtig viele Punkte aufholen, weil der Tiebreaker auch noch besser ist von Wet Jungler. 6 Punkte, also Lalana braucht maximalen Platz zu Wet Jungler. Und bis jetzt sieht es so aus, als könnte das sogar passieren. Also so ein bisschen im Auge behalten, dass Wet Jungler hier nicht komplett abdriftet. Das ist nicht ganz korrekt. Lalana gewinnt den Tiebreaker gegen Wet Jungler. Ah, ich bin so dumm, ne? Ich habe einfach im Chat geglaubt, statt selber nachzugucken. Ja, also Lalana war tatsächlich 4. Dark Hydra war 5. Oh, Wet Jungler ist aber 3. Twitch-Chat hat immer recht. Twitch-Chat hat immer recht. Ich habe nie die Intelligenz untermauert. Ja, und tatsächlich hat Dark Hydra die Samir rausgestellt, wie ich gesagt habe, aber trotzdem gewonnen, weil er Aug getroffen hat, der wiederum einfach noch mehr rausstellen konnte. Und hat deswegen leider jetzt nicht den Full-Lose-Streak. Löscher, wie schlimm ist das jetzt? Ja, grundsätzlich auf jeden Fall immer blöd, die Lose-Streak zu verlieren. Es sind aber trotzdem relativ viel Gold hier im Spiel. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, Econ kommt trotzdem rein. Nicht so schlimm, dass man hier gedroppt hat. Kleiner Dämpfer an der Stelle. Und wenn man hier sowieso committen will und ein bisschen stärker werden will, ist es vielleicht auch schon die Möglichkeit, ein bisschen früher in die Winstreak reinzugehen. Und das ist natürlich auch nicht verkehrt. Gerade Wet Jungler will ja sowieso auch. Und genauso Dark Hydra auch. Die haben jetzt hier Boards, die haben auch beide Noxus drin. Da kann man schon mal ein bisschen Stacks sammeln. Auch wenn die bei Hydra nur vorübergehend gespielt werden. Frühe Winstreak nicht schade, das Board ist stark, damit kann man jetzt auch stark sein.
nicht das Ende der Welt. Außerdem muss ich auch sagen, Ork hat sich den Loose-Trick auch verdient, weil der contestet ja Multicaster für uns alle. Das heißt, ich weiß nicht, ob der noch Kale pivotet, hoffentlich nicht. Weil der hat einen Rageblade da liegen. Poppy 2. Du hältst jetzt mal die Schnauze. Aber der ist 5 gegangen, ein Macher. Der hat ein Kale Macher verkauft. Zack. So wollen wir das sehen. Ja, Zico muss da auf jeden Fall ein bisschen Sorge haben, aber Zico hat sowieso auch ein bisschen merkwürdige Sachen da auf dem Board und auch komische Items. Sind wir ganz sicher, dass der das immer spielt? 100%. Ja. Ich hab eine Ionia-Öffnung von ihm gesehen, die quasi geschrieben hat, also da war quasi, musst du dir vorstellen, eine Nila, die gesagt hat, bitte nimm mich. Und er hat sich von der Bettkante gestoßen und hat sich zu Twisted Fate getreten und hat gesagt, show me your cards. Also er ist wirklich always all in. Ah, kann ich respektieren. Also insbesondere tatsächlich den Part, dass er dann die anderen Setups natürlich dann trotzdem ganz solide spielen muss, bevor er dann wechselt. Und wir sehen, der Malz macht hier für den Moment auf jeden Fall einen ganz guten Job. Ich mache mir weiterhin ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, um Vet'Jungler im Duell mit Lalana, weil Lalana sieht leider wirklich phänomenal aus. Aber für Vet'Jungler gibt es jetzt gute Augments, denn der bekommt für Noxus jetzt entweder eine Spatula oder Total Domination. Mit. Und wir sind bei 7 Swains. Ja, that's good. Ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass du aus Total Domination Double Swain kriegen kannst, oder habe ich mich gerade verschaut? Nee, das war ein Swain und ich glaube eine Samira. Okay, es sah kurz aus. Es war ein weirder Spot. Also Noxus, Spatula wird trotzdem noch kommen, ne? Also all good. Ja, sehr wichtig auch 7 Noxus hier mit Game treffen zu können. Ich denke, man wird jetzt hier versuchen, stabil zu bleiben. 20 Gold zu halten, damit er die Option hat, Level 7 zu gehen. Er braucht ja nicht mehr viele Swains, die wird er wahrscheinlich auch auf Level 7 treffen können, wenn er dann noch für die Mordekaiser mitrollt. Ja. Und das sollte ihm dann mit dem Remover auch die mögliche Flexibilität geben, um hier mit gutem Tempo in eine relativ gute Position Richtung Stage 4 zu kommen. Ich muss auch sagen, du machst dir bei Vet'Jungler auch ein bisschen zu viele Sorgen. Weil im Endeffekt, der ist ja 5 Punkte vorne. Das heißt, der, wenn der Sechster wird, kriegt er 3 Punkte und ist dann einfach ab dem Moment nicht mehr überholbar, ne? Also das muss ja jemand... Dann reicht genau, oder? Wie bitte? Dann reicht das genau, oder? Ja, also er kriegt ja, ja, er ist jetzt 5 Punkte behind und wenn er sich 3 holt, kann wer anders nur 8 kriegen. Er gewinnt den Tiebreaker gegen Lalana und gegen TFT Ork. Das heißt, er muss hier nur in einer Abführung Sechster werden und dann ist das alles cool. Bei Dark Hydra, da fieber ich viel mehr mit, weil der Junge kann hier noch die Europameisterschaft gewinnen, aber der Spot ist wirklich rough. Ja, du hast recht, das sieht noch ein bisschen schlimmer aus als der Spot von Vet'Jungler. Der wird ja wahrscheinlich damit den 8. Platz vermeiden können, aber immerhin Stolen Vitality ist damit dazugekommen. Also ich denke mal, er wird hier ein bisschen jetzt mit Stolen Vitality auch nicht mehr von der Legendary gerettet werden können. Wir erinnern uns an den Voltarius-Spot aus, ich glaube, Game 3 war es, wo er ein ähnliches Ash-Reroll-Setup gespielt hat. Das hier wird kein Ash-Reroll werden, er hat schon in Level investiert. Das heißt, das wird gleich ein richtig fetter All-In werden auf Level 7. Und dann muss da aber auch eine Xayah kommen, da muss eine Nila kommen. Und die müssen halt auch wirklich dann durchstreaken erstmal eine ganze Weile, weil sonst wird das sehr, sehr knapp. Das ist nicht das höchste Cap und das ist nicht die beste HP-Anzahl, die du hier haben willst. Also All-In gleich müssen wir schon mal die Daumen drücken, am besten noch mal ein bisschen Support für den Jungen in den Chat und dann trifft er auch. Ja, Experten nennen das hier einen Ruffy McTuffy. Wird eher ein bisschen schwieriger werden. Trotzdem muss ich sagen, deine schlechten Sprüche dazwischen drin, die sind echt vorzüglich. Da muss ich auch mal Props aussprechen. Ja, danke schön. Jahrelanges Training, ne? Wenn du quasi 2 Jahre lang LCK morgens um 5 Solo-casten darfst und nur mit dir selbst redest, dann erträgt man sich irgendwann nur noch so. Lasst uns aber die Boards gehen von unten nach oben. Und zwar Leaderboard-mäßig. Dark Hydra unterwegs in einem sehr, sehr, sehr schwachen Ionia-Board. Aber gleich 3, 5, 7. Dann steht da gleich Nidax Fire und wir sind gut. TFT Ork wiederum ist unterwegs mit Multicaster. Contestet damit Psycho für uns alle. Travis wiederum, er hat hier ein Sniper-Fokus-Board. Ist auch noch sehr flexibel in seinem Setup. Kann mir vorstellen, dass er aber auch zu einer Xayah grundsätzlich nicht Nein sagen würde. Dann haben wir 4 Shurima. Mit einem Shurima-Emblem eben. Psycho wiederum ist völlig überraschend auf Multicaster. Vet'Jungler hat 7 Swains, aber dem fehlen noch 2. Hat die Nila aus dem Karussell bekommen. Das tut uns durchaus weh. Und dann haben wir Jeroy mit 6 Bruiser X. Später, aktuell sind es noch 5. Und Lalana ist ebenfalls mit, sah so ein bisschen nach Cassio Chogat am Anfang aus, hat allerdings dann sich doch entschieden, hier Richtung probably 6 Bruiser zu drücken.
Und zwar Aphelios. Also Lalana spielt hier freiwillig ein weiteres Mal Aphelios mit den beiden Rageblades. Dark Hydra hat so ein bisschen geholt, hat immerhin 4 Vanquisher jetzt auf dem Board stehen. Ist auf jeden Fall besser geworden. Aber ihm hilft jetzt sehr, dass Voltarius hier auch nicht so stark ist. Also das sollte möglicherweise Dark Hydra hier sogar gewinnen können mit seiner Ash 2. Trotzdem die Situation natürlich weiterhin brenzlig, weil Zyko einfach ziemlich gut unterwegs ist, HP-technisch zumindest. Aber da müssen wir gleich nochmal drauf gucken, weil der hat sein ganzes Geld ausgegeben und so viel hat er nicht getroffen, weil der heldenhafte Ork natürlich grieft. Sieht gut aus dann jetzt erstmal. Fight gegen Voltarius auch souverän gewonnen. Hat jetzt hier auch bei 30 aufgehört. Da sieht man wieder, er hat erkannt, viel mehr kann er nicht treffen aus dem Gold. Da behält er lieber die Economy, guckt, dass die zwei Fights so gut laufen und macht das Ganze dann nochmal in 4-1, um dann sein gutes Board zu kriegen. Also er wirklich super, super Mental Fortitude von Hydra, da immer in den richtigen Spots zu sehen, wann ich rollen muss und wann nicht mehr. Und Psycho auf der anderen Seite, der Contest hat gut funktioniert, ne? Und ich sag mal, in den Silver Ticket Reroller aus einer Full Lose Streak willst du nicht rein contesten, aber Psycho ist das egal. Dem geht es hier um mehr, dem geht es hier auch um eine Message zu senden und hoffentlich geht die Message jetzt mal nach hinten los. Wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht für den Rest der Lobby, denn Psycho ist gerade auf einem guten Weg, tatsächlich Europameister zu werden. Da muss man aber tatsächlich nochmal dazu sagen, ne? Der hat schon Worlds gespielt, der kann auf jeden Fall TFT. Der hat halt auch einfach die Meta erkannt. Und wenn du einmal den Ruf weg hast, dann hast du auch natürlich keine Scham mehr. Und ich gucke gerade seinen Fight an. Der sieht tatsächlich aktuell noch nicht so gut aus. Bei Rek'Sai auf Isis über den Ishtar Trade. Ich bleib dabei. Der Spot, der ist doch komplett doomed. Der hat kein Geld mehr. Der hat gerade mal 4 Galios. Der hat nicht mal eine zweite Sona. Gerade so einen zweiten Vel'Koz. Kriegt natürlich über das Augment, also über die Region, gleich beim Augment gleich nochmal ein bisschen Geld. Aber ansonsten geht da ja gar nichts. Und der gewinnt jetzt nicht mal die Fights, hat nicht mal eine Streak laufen. Also Zyko wird doch hier gleich komplett überholt. Er kann auch nicht 7 gehen so wirklich mit dem Gold. Also das ist schon sehr, sehr doomed. Der müsste hier eigentlich rausbluten. In den meisten Fällen. Das Problem ist nur, Hydra hat nochmal einen Fight verloren. Das heißt, er ist jetzt auf 32 AP. Das wird sehr, sehr knapp. Der muss gleich nochmal runterrollen. Und vielleicht sollten wir uns das dann auch angucken. Ja, ja, auf jeden Fall. Der 4-1-Roll ist hier sehr entscheidend. Dark Hydra als deutscher Vertreter, aktuell Platz 2 der Gesamttabelle. Und von dem brauchen wir ein bisschen was. Xayah aus dem ersten, Shen aus dem zweiten, Karma ist auch noch mit dabei, noch eine Xayah. Xayah 2 wäre stabilized, jetzt sind der Set 2 da, das ist schon mal gut. Ah, da haben wir noch eine Ahri. Das ist natürlich auf 7. Auch not that bad. Hat jetzt 6 Ionia, 4 Vanquisher. Das ist das Setup, was wir hier sehen wollen. Dann kannst du auf dem Level allerdings die Nida nicht unbedingt mitspielen, die aber gerade einen Rapid Fire Cannon gerollt hat. Das tut schon weh. Oh. Ich glaube, ich hätte die gespielt über den Darius, oder? In der Runde, ja. Oh, und es geht direkt gegen Zyko. Come on, man. Den müssen wir jetzt schlagen. Das wäre ganz, ganz wertvoll natürlich für Dark Hydra. Direkte Konkurrenz. Und wir sehen schon, Zyko, der hat nichts, aber den Vel'Koz 2, den hat er jetzt zusammengekriegt. Und es ist ein ganz knapper Fight, aber ich glaube, die Ashe hat das. Mit dem Gunblade heilt sie ausreichend gegen. Und das QSS auf dem Djinn hat, glaube ich, auch ein bisschen geholfen. Junge, Junge, das macht mir hier ganz tolle Bauchschmerzen, was ich sehe. Einmal kurz parallel zu Wet Jungler, weil ich da eben Swain 3 habe aufploppen sehen. Nur damit wir das einmal kurz konfirmen. Das hat er gehittet. Er hat Noxus Rise aktuell. Wir sind in der Zorn-Region. Das heißt, es ist Shred und Sunderer dabei. Ab 25 Gold ist das durchaus gut. Ab 50 macht er sogar Schaden. Aber hier ist er hauptsächlich da, um diesen Heimerdinger-Weg zu nehmen. Gucken wir kurz bei Dark Hydra, weil da ist das Augment wahrscheinlich wichtiger. Support wäre gut hier. Gibt ein bisschen Frontline, Leech. Würde auch funktionieren. Das sind die Jungler-Augments. Ich wurde gegrieft. Das ist kein Problem. Deine Aussage ist ja trotzdem richtig. Ja, Tons of Stats oder Mana Burn. Yes, Mana Burn, hier eine gute Sache. Hi, jetzt auch endlich die zweite Xayah da. Das heißt, jetzt müssen wahrscheinlich die Ash-Items einmal weichen. Ja, braucht gar nicht unbedingt, ne? Ist ein bisschen komplizierte Geschichte, weil die Ash ja eigentlich ganz gute Support-Items hat und man jetzt quasi 3 Slots frei hat auf der Items herkommen. Er muss ja erstmal Items haben für die, bevor er die dann auch verteilen kann. Deswegen, tempomäßig richtig entschieden hier. 32 HP ist nicht der Spot, um zu greeden. Richtig erkannt. Und jetzt. Wer grief denn da? Travis Scott, wir dachten, du spielst Aphelios. Nee, nee. Das ist der andere. Das ist der flexibel ist mit seinem Sniper-Fokus. Ja, ja. Also Aphelios, ja, dass du aus Double Rage Speed Instant Aphelios sagst, finde ich auch immer noch spannend. Aber grundsätzlich hast du recht nach dem, was wir heute gesehen haben. Ich würde wahrscheinlich mit dem dritten Rage-Bit immer noch nicht Aphelios sagen. Und Jin, Maschine, wie der da ein ordentlich reindonnert, gefällt mir sehr gut. Während TFT Ork übrigens Triss Effect 3 combined hat.
Das wollte ich auch nur kurz nachliefern. Der ist also jetzt in einem starken Spot und weil er kein Galio mehr auf der Bank hat, gehe ich davon aus, dass der auch den Galio 3 hat. Würde ich kurz einmal nachschauen, ob das stimmt. Ja, Galio 3, TF 3. Der hatte tatsächlich ein Multicaster-Setup und hat's gespielt. Oh Mann, ey. Ich habe mal kurz vorbeigeguckt, was Leidana eigentlich treibt. Afeios steht auf dem Board. Er hat sogar noch einen zweiten auf der Bank. Also ich bin mir mit meiner Prediction langsam einigermaßen sicher. Sehr gut. 2 kommt mit dazu. Und ich dachte das tatsächlich nicht nur wegen der beiden Rage-Plays, sondern auch wegen der Shroud in der Frontline, die man ja sonst eigentlich selten baut momentan. Auch schön, Items ja, passen, ja, nicht, ja. Nicht zu Vanquisher. Sehe ich. Oh, und der, gerade als ich bei Leidana auf dem Board stehe, reforged er sich eine Träne randomly aus irgendwas raus und holt sich dann über den Amboss die zweite. Trifft dann auf Red Jungler, der sich gerade dachte, ey, mit Swain 3 kann mir ja gar nichts passieren. Und dann steht da auf einmal so ein Silco, der alles tanky macht. Aber eine Swain Ult bräuchten wir noch, sie alle zu richten. Und das ist auch passiert. Tote Domination hilft natürlich auch. Ganz wichtiger Fight. Dark Hydra wiederum. Da wollen wir auch noch kurz drüber schauen. Der hat immer noch jeden Fight einen, wo ich mir denke, boah, ist aber close. Ja, wirklich. Das ist ganz knapp bei ihm jedes Mal. Aber es gelingt wieder. Und damit ist Dark Hydra Spot jetzt langsam schon ein bisschen besser. Und wir dürfen nicht vergessen, Zyko ist komplett gegrieft. Du hast es ja beschrieben. Ork hat alles getroffen, Zyko also nichts. Und in der Konsequenz wird er hier nach und nach ausbluten. Red Jungler ist ja im Duell mit Leidana. Das läuft deswegen jetzt tatsächlich ganz gut, obwohl er Mordekaiser nicht getroffen hat, weil er einen Ryze hinten reingestellt hat. Also ich glaube, Red Jungler können wir die Daumen drücken, dass es reicht, die Top 4 zu erreichen. Und dann können wir uns fokussieren auf Dark Hydra gegen Zyko um den Europameisterschaftstitel. Ja, also dieses Ryze-Bild ist übrigens sehr, sehr genial. Also gerade mit der Total Domination dazu. Du machst AOE aufs ganze Board, du kriegst einen Damage-Boost von Noxus. Du nimmst dazu noch Invoker rein. Es gibt deinem Swain quasi noch ein bisschen Tankiness über ein bisschen mehr Cast. Und er kann jetzt hier chillen, Richtung Level 9 gehen. Und die ganze Economy, die er dabei spart, ist alles Power für seinen Ryze. Das ist ein relativ scary Spot. Der kann hier relativ schnell wegsnowballen, wenn er jetzt hier noch ein paar Fights gewinnt. Finde ich sehr, sehr nice. Hätte er nicht die Spatula bekommen, das wäre nämlich hier Noxus 9 Engel. Das wäre natürlich auch nochmal sehr spannend gewesen. Ich möchte nur kurz anschließen, dass Red Jungler nicht nur mit Leidana konkurriert, sondern auch mit TFT Ork. Also die sind punktgleich aktuell. Aber solange Red Jungler 6. ist, ist hier alles safe und dann ist er safe in der Top 4 und fährt zur WM. Dark Hydra wiederum immer noch der Kampf um die Europameisterschaft und der trifft hier jetzt auf ein sehr interessantes Board. Nämlich eine Nasus-Solo-Frontline, als wäre das ein Galio, aber ist er halt nicht. Hat aber einen 2er Jarvan und der ist natürlich schon gefährlich. Kriegt jetzt noch einen Statics, also Voltari ist ein bisschen verzweifelt. Versucht dann noch einen Cast rauszudrücken, den kriegt er auch. Aber die Ash und auch die Zarya aus dem Hintergrund haben den damit Voltarius geschlagen. Der hat natürlich das Problem, dass Nasus 2 und Azir 2 nicht zusammenkamen. Und das ist sehr gut gelaufen für Dark Hydra. Ja, kam da von Parting Gifts das Statics. Und Voltarius hier mit dem Shurima Curse schafft es dann hier nicht, seine T4-Units zu upgraden, obwohl er auf Level 7 wirklich alles investiert hat und eigentlich auch nicht super doll contested ist. Ich glaube, ein paar Units werden bestimmt nebenbei mal rausgekauft sein, aber nichts getroffen. Und das ist ja auch wichtig, weil der ist da oben noch mit dem Punktemix dabei und das garantiert ja schon mal, dass der zumindest überholt werden kann von Red Jungler. Und ich weiß gar nicht, wie es bei Hydra aussieht. Ich glaube, der ist schon vor ihm. Hydra ja, ist 3 Punkte vor ihm. Also der. Ja, genau. Also der ist keine Gefahr mehr. Und wenn Zyko jetzt hier gleich auch noch rausdroppt, weil das ist nicht mehr, so viel Luft hat er auch nicht mehr in sich. Oh, Dark Hydra trifft auf Multicaster, da würde ich kurz einmal den Fight schauen, einfach nur um ein bisschen Frustration aufzubauen. Er hat natürlich zumindest erstmal den ersten Cast von Galio schon mal delayed, das sieht gut aus. Die kommt die Ultimate von Jhin und auch Darius, der hämmert hier durch, der Dunkmaster im Safe. Multicaster können bluten, wenn du einen Jhin im Team hast. Fantastisch, macht mich glücklich. Richtiger Macher. Ja, fand ich tatsächlich ein bisschen überraschend, dass das gereicht hat. Also dieses Ionia-Board ist richtig stark geworden. Du hast es ja vorhin schon mal gesagt. Wie schafft das Dark Hydra immer, aus so schwierigen Spots doch noch ein gutes Board zu bauen? Und jetzt kann er sogar nach Level 8 gehen, möglicherweise den Shen dann irgendwann auch mal auf Level 2 bringen. Z3 ist auch noch eine Option, also da geht noch einiges. Eine weitere Komponente auf der Zarya macht auch noch mal was aus. Also das sieht jetzt plötzlich wieder sehr, sehr gut aus. Ja, das ist witzigerweise, also habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr die Partie auch gesehen habt, ne, wo Solo und Dark Hydra beide drauf waren mit Vanquisher Ionia, ne? Die habt ihr auch gesehen, ne? Weil also, da war ich. Nomi nicht, aber ich. Ah, okay. Ja, da war ich nämlich auch lange, lange Zeit giga surprised, dass das in irgendeiner Welt irgendetwas reißen kann. Aber es war hinten raus, was ultra strong. Also die haben es beide geschafft, quasi sich mit 3-5 Rolldown zu stabilisieren. Und jetzt hier tatsächlich Dark Hydra aus einem echt wieder schweren Spot wieder sehr gut rausgekommen. Spielt jetzt hier den Taric rein, es gibt den Bastion, es gibt den Sorcerer, hat noch einen Shen dabei. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das
gar nicht so bad aussieht hier im Long Run. Die Frage, ist Nila noch mal interessant, ne? Das wäre natürlich, denke ich mal, grundsätzlich noch eventuell ein Upgrade, sobald die Items reinkommen. Wichtig für Hydra wird es jetzt außerhalb vom eigenen Board, also hier die Upgrades, das ist ja das Beste, was er treffen kann, wird es jetzt sein, wie werden sich die anderen Leute ausspielen? Also wie wird Psycho droppen und werden die Roy und Travis hier eventuell sogar griefen, weil sie vorher sterben? Oh, Psycho ist eine gute Idee. Genau, Psycho erstmal ordentlich einer reinzuwürgen und das sieht sehr, sehr gut aus. Der Velkos macht einen Schritt nach vorne, wird abgefarmt, kriegt nicht mal den Djinn kaputt und da gibt es eine ordentliche Klatsche. Psycho droppt hier für den Moment auf den 7. Platz, könnte allerdings sein, dass er sich noch ein bisschen davor schiebt. Hinter Feuer könnte auf jeden Fall noch sein. Also, das ist ja, können die anderen Franzosen bitte mal ein Board spielen, damit die hier nicht einfach 7., 8. gehen? Das ist ja, die müssen doch mal ihrem eigenen Landsmann das noch ein bisschen schwerer machen. Aber ist das nicht auch gut für uns, weil wer Jungler muss ja 6. werden? Also, ich würde mich jetzt gar nicht so aktiv darüber beschweren. Aber guck dir bei Jungler mal an, der Junge ist fein. Ja. So, ich sage ja auch nicht, dass die Roy da nicht sterben soll. Der soll nur ein bisschen später sterben. Stirb aber bitte dann, wenn ich es will. Das ist, ich schaut eine Rek'Sai 3 für dich. Ja, also finde ich schön, dass du da sofort unterwegs bist. Hat dir Eis dabei. Dann würde ich mir von G-Roy jetzt hier wahrscheinlich den nächsten Fight auch gerne mal anschauen wollen. Einfach weil ich Rek'Sai, als wir haben ja eben über interessante Boards geredet. Das war hier a Cut Above mit Rek'Sai into Windstreak, nur war dann halt kein Windstreak da. Trifft jetzt auf Psycho, also das ist das Französisch-Duell. Und der Sai macht nochmal was. Und ich glaube, Rek'Sai gegen Multicaster sollte eigentlich durchkommen. Ja, die geht jetzt schön rein. Items sind nicht ganz optimal, glaube ich. Also keine maximale Safety, aber Psycho hat natürlich nichts auf 3 gekriegt. Insofern nicht die Power. Ja, jetzt wird es da P-technisch richtig eng. Allerdings Dark Hydra auch mit einer Niederlage. Ich habe noch eine Frage an euch. Der Voltarius, den würde ich ja auch ganz gerne bei den Worlds sehen. Wenn der jetzt hier 8. wird, kann Lalana oder Ork noch an dem vorbeikommen? Oder wie ist da die Tiebreaker-Situation? Jetzt musst du. Voltarius war 1. Also Allgood. Allgood. Der gewinnt jeden Tiebreaker. Also der hat gestern gewonnen. Der hat jetzt 27 Punkte. Der kann tatsächlich von Lalana und von Ork nicht mehr überholt werden. Der hat. Also er wusste, er kann 8. gehen und dann ist er auch 8. gegangen. Oh. Volta ist auch so ein Chiller. Dark Hydra. Volta Disco in den Chat hier. Ein gutes Schwein springt nur so hoch, wie es braucht dann in dem Fall. Ja, das ist wahrscheinlich die norwegische Variante eines, eines Sprichworts, das ich kenne. Dark Hydra trifft auf Rek'Sai, aber der Mana Burn tatsächlich ganz, ganz entscheidend hier gegen, von der Ahri. Und jetzt brauchst du nur eine Unit, die es in der Lage ist, eine Rek'Sai-Ul zu tanken. Und die hast du mit Zed. Zed schafft das und dann kann Djinn wieder Maß nehmen, ist der Jäger vom Dienst, gewinnt diese Runde. Psycho geht 7. Psycho geht 7. bleibt damit. Also, das ist natürlich ein Paukenschlag. Psycho wird contested, war bis jetzt Tabellenführer. 2 Punkte vor Dark Hydra und geht jetzt hier mit einem 7. raus. Kriegt damit 2 Punkte, fährt trotzdem zur WM. Das reicht. Aber das ist crazy. Das reicht. Er hat den Tiebreaker. Das heißt, das Einzige, was Hydra jetzt passieren kann, ist, dass Hydra hier als nächstes stirbt, weil Jungler die Lobby gewinnt und Jungler ihn dann noch überholt. Das wäre ja auch gar nicht so traurig für uns. Ja, also jetzt wird es sehr kompliziert von den Tiebreakern, aber Fakt ist, zu diesem Zeitpunkt jetzt schon, wir haben auf jeden Fall einen deutschen Europameister in TFT und ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab. Gluteus in Set 4, glaube ich, war es. Oh Gott, ey, Set 4, Bruder, da hatte ich noch Haare. Der hat, muss da, ja ewig sein. Da sieht man mal wieder, wie lang das her ist, ne? Anniversary kommt ja demnächst, glaube ich, hier. Das ist ja wirklich krass. Also ich guck mal gerade das Duell zwischen Wet Jungler und Dark Hydra. Also 5 Punkte Vorsprung waren's. Das heißt, Wet Jungler bräuchte quasi 5 Plätze Vorsprung. Die kann er aber mathematisch nicht mehr kriegen. Das heißt, Dark Hydra ist zum jetzigen Zeitpunkt schon Europameister. Aber aus dem Spot hier auch noch auf dem 5. zu kämpfen, das ist auch einfach klasse. Und ich habe sehr viele Games von ihm gesehen in den letzten 2 Tagen und auch heute. Und muss sagen, das, was er spielt, ist auch einfach fucking überragendes TFT, ne? Ja, würde ich genauso unterstreichen. Wirklich, also insane, wie er es geschafft hat, immer wieder aus sehr schwierigen Spots immer noch ein paar Punkte mehr mitzunehmen. Und da hat man ja das Gefühl, über so ein längeres Turnier ist genau das der Unterschied. Ob man dann am Ende in einem guten Spot 1. oder 2. wird, macht natürlich einen Unterschied. Aber eben auch insbesondere, wenn es nach dem 8. aussieht, wenn man es noch schafft, sich auf den 6. zu retten. Und ja, macht er einfach überragend. Wunderschön, auch nicht feststeckend in diesen übertriebenen Meta-Lines. Natürlich mit Urf immer mit dem ein Auge schielend auf die Sachen wie Demacia.
kann dann aber auch hier den entsprechenden anderen Lines durchspielen, weiß einfach, wie er das auszuspielen hat. Und das war ja auch was, was man über Set, über zum Beispiel in der ESL-Liga ganz gut verfolgen konnte. Der hatte seine paar Comps, die er sich zurechtgelegt hat, die nicht super im Meta waren, die er einfach erstklassig exekutiert hat. Und das ist dann halt was, was in der Breite wunderschön hier funktioniert und einfach konsistent gute Ergebnisse bringt. Und das ist das, was du dann in so einem Turnier auch brauchst. Und meiner Meinung nach dann auch ein sehr schön, sehr verdienter Sieg. Ja, er ist jetzt hier zumindest aber immer noch dabei und will hier eigentlich ungern jetzt auch rausfliegen, aber das Multicaster-Board, der große Bruder von Psycho gerade in diesem Moment, schafft es da tatsächlich, ihn rauszudonnern. Das heißt, für ihn sind es hier 4 Punkte. Damit springt er auf 33, ist damit punktgleich mit Psycho. Aber dann zählen die Punkte aus dem letzten Tag, also aus den letzten beiden. Und dort war es so, dass Dark Hydra 62 hatte und Psycho war derjenige, der Solo-Gesang das Turnier verwehrt hat. Muss man ganz dramatisch zu formulieren. Dark Hydra damit also mit 2 Punkten mehr in den letzten beiden Tagen ist dadurch tatsächlich in der Lage dabei zu sein. Und da möchte ich noch einen Punkt anbringen, den ich dachte, den ich bringen könnte, aber ich nehme alles zurück, weil Dark Hydra auch 3 Runden gewonnen hat. Ich dachte tatsächlich, dass er gar nicht so wie dabei war. Wei-Changna wiederum, für den ging es doch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Aber lasst uns auch mal gucken, ob wir hier nicht ein deutsches 1-2 kriegen können. Weil. Nee? 1-3 wäre es dann, weil Psycho einen Punkt zu viel hat. Ja, Psycho ist auf 33, Wei-Changna könnte selbst mit dem Lobbygewinn nur noch 32 erreichen. Aber ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Matheaufgaben hast du immer so, während du Competitive spielst? Also bist du jemand, der dann schon so guckt, wie hoch du springen musst, weil Schweine fliegen nicht? Also ich habe im Hinterkopf, was meine direkte Konkurrenz macht, die 2-3 Leute, die relevant sind. Aber normalerweise, also ich sag mal, du musst meistens in den Situationen dann für ein relativ hohes Placement spielen. Und da musst du einfach das beste Spiel spielen, was du da, sag ich mal, aufgetischt bekommst. Und da ist dann der Main-Fokus drauf. Ne? Und klar, du hast es im Hinterkopf, aber häufig, sag ich mal, gerade wenn das Spiel dann ein bisschen schwieriger wird, hast du dann nicht unbedingt die mentalen Kapazitäten, um das damit auszurechnen. Oh, Wei-Changna. Das Wort von Wei-Changna ist so geil, ne? Es macht so Spaß, dazu zu gucken. Er geht auch auf 1 HP vor allem, ne? Also er musste, ist ein bisschen weird, weil er will auf der einen Seite 50 Gold haben, damit seinen Rise Damage macht, aber das kannst du halt auch nicht mehr durchziehen hier. Ist jetzt 9. Verkauft den Rise, weil der macht keinen Schaden mehr, aber was sucht er denn? Sion. Sion. Das ist 9 Noxus. Oh, er hat doch gar keine Spatula bekommen. Oh, what? Der hat 2 Spatulas. Wo ist denn die zweite? Ach, auf der Bank, ich bin dumm. Ja, das habe ich auch nicht gerafft. Und der hittet mit dem... Weiß ich, hätte ich auch nicht. Aus dem Karussell würde ich mal vermuten. Ne? Ja, also wenn er die gecheatet hat, wäre unangenehm für uns alle. Ne? Also hoffen wir mal, dass es aus dem Karussell war. Noxus 9, habe ich heute schon ein paar Mal drauf geschworen. Itemmäßig, der Mordekaiser denkt sich so, Bruder, bin ich im Gebrauchtwarenladen. Ne? Also da sind ein bisschen Dinge. Nee, der hat quasi eine QSS über den Dummy, weil das Banshees gibt dem QSS. Das heißt, er hat dazu ein Edge of Night. Das heißt, er überlebt den Multicaster-Burst auf jeden Fall. Das ist brillant. Ein sehr, sehr gutes Itembild. Ich hab's nicht gesehen. Du hast vollkommen recht. Der hat Stationary Support, dadurch kriegt er ein Support-Item mehr. Und das ist dann hier eben die Banshee's Way geworden. Banshee's Way gibt dir 50% der Attack-Speed und 18 Sekunden lang QSS. Und das für die nebenstehenden Units. Und das ist die QSS. Ja, brillant. Also, aber dass er den Sign hier auch hittet, ist ja fast schon Poesie, ne? Also, er hat das ihn ja auf den letzten Goldrotz. Hast du völlig recht, aber er hat auch angefangen, Sachen zu verkaufen. Also ich glaube, er hat nicht die ganze Zeit Jarvan 1 und Rek'Sai 1 gespielt. Er hat alles gegeben, hat sein einziges Out gesehen, vielleicht noch an den anderen vorbeizukommen, wenn er einen neuen Noxus hittet. Hat alles versucht und es hat tatsächlich geklappt. Und jetzt könnte er sogar hier noch die Lobby gewinnen. Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Was deine Einschätzung, Löscher? Noxus 9 geht ja schon als ziemlich unbeatable. Aber wir haben hier schon krasse Boards unterwegs, ne? Ja, also Travis hat noch eine ganze Menge Gold und ich glaube, der wird hier eher für eine TP-Unit auf 3 rollen müssen. Level 9 wird es, glaube ich, nicht bringen für ihn. Und deswegen gehe ich mal vorsichtig davon aus, dass das eigentlich reichen sollte, wenn hier die Xayah nicht noch irgendwelche... Ne, das sieht eigentlich gut aus. Also Travis muss noch mal was ausgeben und ich glaube, Level 9 ist es nicht für Travis. Ja, das hatten kommen wir auch noch heute schon mal, ne? Rein für Jungler. Ja, also Wei-Changna mit seinem 1 HP Survive wird tatsächlich noch stärker, ja, das ist korrekt. Hat jetzt hier auch die MR Reduction, die ihm bis jetzt so ein bisschen gefehlt hat. Schauen wir einmal die anderen Boards an. Da beginnen wir bei Lalana. Also Lalana, unglaublich starkes Windstreak-Board die ganze Zeit gespielt. Aber der Aphelios, der hat Grenzen, ne? Also, ja, klar, Gunner 4, Gameplank 2, vielleicht nochmal ein Way Out. Aber hat jetzt nochmal eine Tacticans über dem Spatula, der random nochmal im Karussell war, bekommen.
Und das ist die Frage, ob das einen großen Unterschied macht. Wenn er jetzt 6 Gunner reinbekäme, wäre natürlich phänomenal. Aber ich glaube, das wird hier nicht drin sein. Und dann weiß ich nicht so richtig, was ihm jetzt noch helfen sollte. Kann natürlich die Aphelien verkaufen, aber ich glaube, über den zweiten Gangplank wird es nicht hinausgehen. Er muss aber ja vielleicht auch nur bis zur Creep-Runde kommen, um nochmal eine Chance zu haben, sein Board hier zu perfektionieren. Ja, gucken wir weiter auf Wet Jungler, weil der trifft jetzt auf Multicaster. Und ich sag mal, wenn Noxus 9... Also ist knapp, glaube ich. Es wird eng, ne? Also tatsächlich muss ich sagen, das Edge of Night ist halt mega für den Morde, ne? Eben noch geflamed, aber ich wurde korrigiert und sehe meinen Fehler ein. Kann dadurch eine TF-Kombo überleben. Aha, aber nicht die zweite. Mensch, das ist ja super. Das ist ja klasse. Noxus 9, Wet Jungler verliert gegen Piss-Ass Multicaster. Ohne Pandoras Box, ohne... Na, doch schon mit guten Combat Augments. Ich nehme alles zurück. Aber das bedeutet, Wet Jungler holt sich leider hier nur in An- und Abfügung den 4. Platz, ist damit aber safe in der Top 4, fährt zur Weltmeisterschaft, ja, und kann vor allem dadurch Dritter werden, weil er noch an Voltariux vorbeiläuft, weil dieser ist Letzter geworden, ist damit nur bei 27 Punkten. Fantastisch, ganz stark. Und den hatte ich nicht auf der Rechnung, muss ich sagen, ne? Wet Jungler, ein sehr konstanter Spieler, immer gut in der Ladder, auch immer gut in den Turnieren. Wie gesagt, zeigt sich nicht viel außerhalb von seinem Gameplay. Aber das Gameplay ist dafür sehr erstklassig. Also wirklich super Spieler, schon über mehrere Sets einfach unglaublich konstant und auch sehr verdient. Ich finde es auch schön, dass Lalana hier nochmal einen Top 2 mitnimmt. Wird jetzt wahrscheinlich mit seinen AIDA-Schiffen hier nach Hause fahren, während er von den Multicastern einmal ein letztes Mal in diesem Turnier gottlos zerstört wird. Ja, das sei Ork jetzt auch gegönnt an der Stelle. Der hat sich hier geopfert, ja. Zyko komplett zu geriefen. Der Franzose wäre sonst hier wahrscheinlich Europameister geworden. Und wir brauchten ein bisschen Schützenhilfe. Dark Hydra hat tatsächlich dann hier der 5. Platz gereicht, weil sich Ork geopfert hat. Insofern soll der mal ruhig hier den 1. Platz mitnehmen. Ja, vor allem muss man ja auch da ganz ehrlich sagen, an diesem Punkt, Multicaster aus so einem Spot, den er hatte, er hat hier wirklich einen fantastischen Spot gehabt. Da soll es auch stark sein. Das ist für mich dann auch fein. Hatte wirklich von Anfang an sehr viele Multicaster-Units, hat dann Silver-Ticket gehabt und kannst dann reinspielen. Das ist schon in Ordnung. Das ist aber vielleicht auch passend, dass das letzte Spiel dieser Europameisterschaft mit einem Winning-Multicaster-Board endet. Also das muss ja eigentlich auch so sein. Ja, ich glaube, es ist ein schöner Gruß nochmal auch an das Balance-Team. Dann wissen die Bescheid, was noch zu machen ist zu den Worlds. Die sind ja schon in 2 Wochen. Insofern vielleicht ganz gut, da nochmal eine klare Positionierung zu machen. Aber Lalana hat noch ein bisschen was dagegen. Der hat tatsächlich jetzt noch Gangplank 2 getroffen. Und das sah vorhin schon ein bisschen knapp aus. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob er das nicht vielleicht sogar gewinnen kann. Ja, war knapp. Gangplank 2 macht auf jeden Fall relativ viel. Hat leider nicht so wirklich den Add. Es wird nochmal ein spannender Fight. Und da können wir jetzt noch mal gucken. Der RPJs in der Backline ist es natürlich nicht. Aber das Aphelios-Positioning, ne? Das ist hier ein Sleeper. Weil die Idee ist quasi, wenn der Javnir aus dem Weg geräumt wird und dann der Galio fällt, dann ist diesmal der TF die erste Unit, die danach stirbt. Aber wenn der Javnir noch eine Ulti durchkriegt, ist es ein Desaster. Das passiert aber nicht. Und jetzt ist Aphelios auf dem Twisted Fate, killt ihn tatsächlich. Es macht den Braten aber leider trotzdem nicht fett, weil es gibt ja noch mehr Multicaster als nur einen. Es ist ein Win für TFT Org, dass ich damit tatsächlich nochmal bei diesem Turnier glorreich verabschiedet war. Nämlich dadurch jetzt auch das direkte Duell gegen Lalana gewonnen hat. Und damit als 5. hier zwar nicht zur Weltmeisterschaft fährt, aber nochmal einen guten Eindruck hinterlässt. Und wir sind uns immer noch nicht so ganz sicher, ob es nicht vielleicht doch einen Last-Chance-Qualifier gibt. Bringen wir nochmal in Erfahrung. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht? Und, genau. Und damit heißt es, wir sehen Multicaster gewinnen passend fürs Turnier. Dieses letzte Game. Das Turnier dagegen gewinnt Dark Hydra, ohne ein einziges von Multicaster zu spielen heute. Und das ist doch einfach schöne Poesie. Wait. Es gibt einen Moment. Es gibt die Theorie, dass Psycho gewinnt, weil er mehr First hatte, aber Tiebreaker Rules sagt doch Total Tournament Points. Eigentlich Tournament aber Points, ja. Aber Tiebreaker Punkt 8, Placement in Earlier Games. Ja, also sollte das egal sein, Total Tournament Points. Nee, Total Tournament Points ist das, was an erster Stelle steht. Und ja, aber guck doch in die Tabelle. Die ist noch nicht aktualisiert nach Tiebreakern. Doch, die ist immer aktualisiert nach Tiebreakern. Nee, das müssen die noch mal, machen die manuell tatsächlich. Jetzt mach mich nicht schwach hier. Total Tournament Points sind das, was gestern passiert ist. Und okay. Da sind sie. Dann sind wir ja beruhigt. Dann können wir nämlich hier sagen, herzlichen Glückwunsch, Dark Hydra. Jeder, der dieses Video gesehen hat, lasst dir ein Foto da. Weil der ist tatsächlich, habe ich gesehen, auch auf Twitch, ne?
Ja, da Kaido hat früher sehr viel gestreamt. Ich habe ihm tatsächlich auch beim Offline-Event gesagt, dass wir das unbedingt wieder brauchen. Er hat sich stattdessen entschieden, besser noch in Turnieren zu performen. Kann man jetzt so richtig auch nichts gegen sagen, aber vielleicht Mensch, wenn es da doch nur ein Hybrid geben würde, ne? Da wäre doch klasse, wenn man nicht komplett aufhören müsste zu streamen und gut im TFT zu sein. Deswegen lasst ihr trotzdem Follow da. Vielleicht motiviert das ja auch genau dann wieder den Stream anzuschmeißen. Rieses Dankeschön an diesem Moment an Löscher. Wann kann man dich competitive das nächste Mal wieder verfolgen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt mehr Richtung Casting gehe. Ich bin da jetzt ja ein bisschen auf dem englischen Broadcast unterwegs gewesen, in Alternative Lobbies. Ansonsten Z10 wahrscheinlich in der neuen deutschen TRC, zu der ihr alle eingeladen seid, gerne teilzunehmen, mitzumachen. Je mehr mitmachen, desto schöner wird das ganze Turnier. Desto mehr kannst du verkloppen. Genau, desto mehr kann ich verkloppen. Und ansonsten, wenn ich nicht caste, gewinne ich nächstes Set die Worlds. Fände ich auch sympathisch. Dasselbe Ziel hat Nomi natürlich auch, Leute, ne? Aber bei denen auch. Ja, das ist mein größter Konkurrent. Ich höre einfach auf zu streamen. Kein Problem. Danach läuft's. Oh mein Gott, Leute, please don't. Okay, Peace. Deutsche Szene lebt. Yay!